einmal in die Arbeitswelt hineinschnuppern, genau da, wo vielleicht eher das andere Geschlecht dominierend ist. Das will der Girls und Boys Day bewirken. Zahlreiche Firmen und Institutionen nahmen wieder die Haupt- und Realschüler in ihre Obhut. Es wird angefragt, ob die bereit sind, einen Jungen oder ein Mädchen halt in nicht gerade mädchentypischen oder jungentypischen Berufen für den Tag, für einen halben Tag, einen ganzen Tag aufzunehmen und die mal reinschnuppern zu lassen. In diesem Jahr hatten wir 46 Betriebe, die Jugendliche aufgenommen haben. Also Betriebe, Einrichtungen, je nachdem, was es ist, sind ja auch Kindergärten, Schulen sind dabei. Ich teile dann die ganzen Betriebe, die wir zur Verfügung haben, mit Anzahl der Plätzen in drei Kategorien ein. Dass man die Schulen hat, Kindergärten und dann vielleicht eher so die Betriebe, die wir hier in der Stadt noch haben, wie Blumenstübchen, dass wir die in zwei verschiedenen oder drei verschiedenen Kategorien haben. Dann suchen sich aus jeder Kategorie einen Wunsch aus, ein Kreuz, und ich versuche dann im Nachhinein die Plätze so zu verzahlen, dass jeder den Wunsch auch wirklich erfüllt bekommt. Unter anderem blickten fünf Girlies in die Männerdomäne des Technischen Hilfswerkes hinein. Hier durften sie ein Auto bergen und bekamen einen Einblick in die Technik. Zum Abschluss mussten sie mit Hilfe der Hebekissen noch einen Ball durch einen Parcours bringen. Da gab es viel Spaß. In Einzelteilen, also einmal die Flasche nicht montiert war. Ja, das sind unsere Armschutzgeräte. Wir können noch die Kiste nehmen. Also auf die Kiste, man kann das jetzt alleine schlecht vormachen. Also normalerweise, wenn man eine Hilfe macht, dann hält die einer fest und dann wird das dann auch einmal festgemacht. Du kannst vielleicht einfach mal einmal weitergeben. Genau, kann jeder mal einmal kurz aufsetzen, das Ding wie so ein Tornister eigentlich. Und da ich ja relativ wenig Schüler habe, konnte ich natürlich auch alle besuchen. Also bei allen, habe ich von allen ein schönes Erinnerungsfoto gemacht und die waren alle zufrieden, ist begeistert und haben ihre Sache ganz toll gemacht. Seit 2011 gibt es auch den Boys Day und ich glaube, der Girls Day ist 2001 das erste Mal. Also in der Backstube hatten wir 6 Mädchen in der Backstube und im Ganzen waren es 13 Jungs im Verkauf. Davon waren die hier im City Café, die waren im Hagebau, in Verdun, in Neuenrade bei Reden, in Münzen, in Hassel und Sonnen. Für manch ein Mädchen und Jungen gab es wichtige Einblicke in die Arbeitswelt und vielleicht auch einen Anstoß für die zukünftige Ausbildung.